Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum nächsten Video des Passat 3BS W8. Im letzten Video haben wir schon angefangen, hier die lustigsten Arbeiten durchzuführen, die erste Probefahrt durchzuführen. Wagen läuft super, super toll, wie es sein soll. Und die Benzinleckage ist auch entfernt worden, das hatten wir ja alles durch, ne? Ja, was wollen wir heute machen? Heute wollte ich die Abgasanlage auf jeden Fall abdichten und den Simmerring am Getriebe tauschen, weil das Getriebe ja leider noch am Siffen ist, hatte ich ja schon erwähnt. Und mein letzter Simmerring, die letzte Hoffnung, den einen habe ich noch. Das heißt, ein Handschaltgetriebe kann ich noch abdichten, bevor ich irgendwie gucken muss, wo ich neue Teile herkriege. Ja, dementsprechend ist dieser Wagen hier der Auserwählte und darf sich natürlich über diesen tollen Simmerring freuen. Ja, und was ist sonst in der Zwischenzeit passiert? Also es sind gerade mal 24 Stunden vergangen. Der V-Motion-Schriftzug ist angekommen. Ich werde allerdings nochmal einen bestellen müssen. Warum? Ich bin nicht 100% zufrieden. Ich habe ihn aufgeklebt. Und ich glaube, ich habe ihn ein bisschen schief aufgeklebt. Der steht nach oben weg. Abbekommen und nochmal draufkleben, das wird sowieso nichts werden. Dementsprechend werde ich nochmal einen neuen Schriftzug besorgen. Das geht dann natürlich auf meine Kappe. Weil, ja, so möchte ich den Wagen natürlich nicht zurückgeben. Wenn es dann schon gemacht wurde, dann soll es auch richtig sein. Und dann nicht so ein schiefer Schriftzug drauf. Nun ja. Ja, sonst, Motorraum ist trocken geblieben. Gab keinen neuen Ölverlust. Also wissen wir auch, dass das die Ölablassschraube war, definitiv vorne. Ja. Genug gequasselt. Ich würde sagen, wir springen mal direkt unter das Auto und schauen mal, was wir jetzt alles demontieren werden, um einmal den Simmerring zu tauschen. So, wir werden uns mal jetzt kurz einen Schlachtplan anlegen, was wir tun werden. Ich würde sagen, wir beginnen von hinten nach vorne. Also ich werde als erst die Endschalldämpfer demontieren. Muss ja sowieso ab, weil wie gesagt auch die Schellen wirklich räudig aussehen, ne? Dann muss der Mittelschalldämpfer komplett ab, bis hier vorne. Gut, die Flexrohre bleiben natürlich dran, weil das kann man hier nicht demontieren. Beim W8 ist das ein festes Bauteil. Und das Röhrchen geht hoch bis zum Krümmer. Dann müssen wir die Hitzeschutzbleche hier unten irgendwie demontieren. Ich gucke mal, ob ich Licht reinbringen kann. Ja, guck mal, ist doch viel besser. Dann müssen die Hitzeschutzbleche natürlich hier noch weg. Die Kardanwelle muss gelöst werden. Da habe ich immer Schiss vor diesen Schrauben, weil wenn die rund gehen, dann haben wir richtig Tamtam hier. Dieses Öl-Auffang-Tropf-Kombinationsblech hier unten. Ja, ist wahrscheinlich auch genau der Name von dem Ding, ne? Und dann kommen wir hinten an den Simmerring. Da muss noch diese komplette Einheit hier hin demontiert werden, aber das kann ich euch nicht mal zeigen, gerade weil es so eng ist. Das seht ihr dann, wenn ich hier ein bisschen was ausgebaut habe. Ja, und dann, wenn die Einheit demontiert ist, werden wir die Welle ausdrücken müssen, denn beim Handschalter ist das ein bisschen anders aufgebaut wie beim Automatik. Beim Automatik befindet sich in dieser Welle in der Mitte ein 45er Torx, den löst man, dann kann man die Welle rausnehmen und den Dichtring tauschen. Beim Handschalter ist die Welle in einer Art Gehäuse, also mit einem Gehäuse verbunden. Und der Simmerring liegt genau dazwischen und wir müssen Gehäuse und Welle trennen, neuen Simmerring einsetzen und wieder zusammenpressen. Und dann ist das Ganze dann hoffentlich auch wieder dicht, aber ich bin da eigentlich guter Dinge. Ja. Beleuchtungen für den Innenraum habe ich auch schon besorgt. Da hatten wir hier diese Speziallampen, das ist mir auch noch gerade eingefallen. Hatte ich ja gezeigt gehabt, ne? Mit diesen Birnchen hier, die Dinger. Und wollt ihr mal kurz raten, was eine Birne kostet? Ich habe jetzt pro Einheit hier 8 Euro bezahlt. 8 Euro für eine Birne. Nun ja, Original ist Original, muss man dazu sagen. Und wenn kein anderer die liefern kann, bis auf VW, dann muss man halt auf VW zurückgreifen, so ist das. So, bis zur Kardanwelle haben wir alles freigesetzt. Hitzeschutzblech ist auch ab, das war jetzt nichts Besonderes. Da habe ich einfach nur diese 6 Muttern hier entfernt, die auf den Stiften draufhängen. Dann haben wir natürlich dieses Zwischenlager, da werden wir uns Markierungen machen, wo das vorher hing, damit wir auch hier wieder eine gerade Kardanwelle dann später haben. Ich glaube tatsächlich, jemand hat die Manschette, also hier dieses Mittellager schon mal erneuert. Das sieht nämlich sehr gut aus. Ja, dann geht es weiter nach vorne. Das Blech hier, ich glaube, das sind 50er Torx oder 45er Torx. Dann die Kardanwelle lösen und wenn die Kardanwelle ab ist, dann dieses ganze restliche Bauteil abbauen. Ja, ist auch Wortwahl, heute wieder on fleek. Ja, ich würde sagen, ich mache das mal eben hier, baue das mal alles ab und hole euch wieder dazu, wenn es Komplikationen gibt, damit ihr was zu lachen habt. Ansonsten, sobald ich an der Welle angekommen bin. Genau, das war das Wort, was mir gefehlt hat. Also bis gleich. Da bin ich auch schon wieder zurück hier.
Also Schrauben an der Kardanwelle. Oh, jetzt muss ich noch gucken, wo bin ich? Hier. Sind auch alle locker. Aber schaut mal hier, seht ihr die Beule? Hier war schon mal jemand an der Kardanwelle am Spielen. Irgendwie draufgehauen. Aber warum sollte man auf diese Stelle draufhauen? Das ergibt keinen Sinn. Weil eigentlich gibt es da nichts zum Draufhauen. Naja. Beeinträchtigt nicht die Funktion. Also werden wir jetzt hier die Schrauben rausziehen. Dann schiebe ich mal die Kardanwelle zur Seite und dann gucken wir mal, wie gut diese ganze Einheit hier rausgeht. Ich bin immer noch guter Dinge, dass das hier gut klappt. So, letzte Schraube ist raus. Mal schauen. Okay. Okay. Och du Scheiß, das ist rausgeflogen. Habt ihr das gesehen? Jetzt kam's. Ich wusste doch, es kommt. Hat einen Moment länger gedauert. So, Kappe haben wir hinten ab. Wenn wir schon mal dabei sind, dann zeige ich euch auch mal, wie das Ganze von innen aussieht. Ich finde das schon echt beeindruckend. Jedes Mal, wenn man irgendwie ein Getriebe von innen sieht oder Teile von einem Getriebe, schaut euch das mal an. Also, es sieht immer so interessant aus. Also, ich kann damit zwar nichts anfangen. Also, wenn du mir sagen würdest, zerleg mal ein Getriebe, würde ich sagen, vergiss es einfach, Kollege, weil das raff ich nicht. Aber sieht schon immer sehr, sehr spannend aus. Nun ja, jetzt muss ich euch hier irgendwie wieder rausbekommen aus der Position. Ja, aber unser Teil der Begehrde liegt jetzt hier, das komplette Endstück, wie ihr sehen könnt, ne? Dann machen wir gleich einmal die Feder ab. Dann haben wir noch so einen Sicherungsring hier und dahinter, ne? Dahinter sitzt diese Dichtung, die wir dann rausnehmen müssen und die neue reinpressen. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, also weiß ich auch, wie das funktioniert hier. Haben wir noch die Scheibchen, die müssen wir gleich hochnehmen einmal, da werde ich mir mein Spitzwerkzeug holen für. Und dann setzen wir das wieder schön zusammen, nachdem die neue Dichtung eingedrückt ist. Beziehungsweise nachdem ich die Welle ausgepresst habe und die neue Dichtung eingedrückt habe. Und dann geht's weiter. Jetzt werde ich gerne einmal hinten zu meiner Presse gehen. Einmal die Welle hier auspressen. Und sobald ich die Welle ausgepresst habe, komme ich wieder zurück zu euch, meine Zuckerschnecken hier. Und dann machen wir weiter. So, zurück im Programm. Welle ist draußen. So wie es sein soll. Also hier seht ihr die. Die wird nämlich ausgepresst. Kommt auch einmal zur Seite. Und jetzt können wir endlich den Dichtring sehen. Den Wellendichtring. Der kleine Schlingel. So. Das werden wir einmal schön alles neu machen. Einmal sauber machen. Den neuen Dichtring reinpacken. Ich muss gerade gucken, ob ich das überhaupt in die Kamera zeige richtig. So, einmal alles neu machen hier. Neuen Dichtring reinmachen. Verkleben. Und gut ist. Nun ja, ich glaube, erklärt sich von alleine, Einbau ist in umgekehrter Reihenfolge. Ich gehe gleich mal zur Presse und werde das wieder einpressen. Und dann würde ich sagen, schmeiße ich mal das ganze Ding hinten wieder ins Getriebe ein. Korrigiere den Füllstand hinten, ist ja Öl ausgelaufen. Und wenn ich alles zusammengebaut habe und hier unten alles wieder fertig ist, hole ich euch dazu. Und dann schauen wir mal gemeinsam, ob endlich alles dicht ist. Aber was soll sonst sein? Natürlich ist dicht danach. So, da bin ich schon wieder zurück hier. Wir haben es jetzt circa eine Stunde später ungefähr. Jetzt sieht das Ganze wie folgt aus. Ist alles wieder schön verbunden, ne? Abgasanlage bis nach hinten durch. Haben wir alles festgemacht. Hier werde ich gleich nochmal ein bisschen abwischen, sauber machen, weil die Reste hier stinken sonst später auf der Abgasanlage. Was ich jetzt machen werde, hier vorne haben wir die Befüllschraube. Da muss ich nochmal ran, um ein bisschen den Stand nachzukorrigieren. Und dann sind wir unten soweit durch mit dem Getriebe. Sollte jetzt auch alles schön dicht sein. Und nichts mehr raustropfen, dann haben wir den Wagen endlich stubenrein bekommen. Es tropft nichts mehr vorne am Motor raus, es tropft nichts mehr am Getriebe raus, die Abgasanlage ist hoffentlich auch dicht und da tropft auch kein Kondenswasser mehr raus. Ja, sind wir damit durch. Dann geht's nur noch in den Innenraum, hier die paar Leuchten da austauschen. Oder habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, oder? Ach, und bezüglich meiner Aussage, Motorlager, die ich letztes Mal getroffen habe, das Motorlager wurde schon mal getauscht, aber die Außenhaut vom Motorlager, weil du hast dann nämlich das Motorlager und dann gibt es diese weiße Plastikabdeckung, die ich bemängelt habe, dass die schwarz ist. Die hat man wahrscheinlich vom alten Motorlager übernommen, weil man beim neuen keine mitgeliefert bekommt. Und das war einfach nur noch Dreck vom alten Motorlager. Also brauchen wir uns darum hier keine Sorgen machen, glücklicherweise. Ja. Ah, Bremsverschleißanzeige, genau, die muss auch noch gemacht werden. Ist mir gerade wieder eingefallen. Da sind wir wieder zurück. Wagen lief jetzt schon ungefähr 30 Minuten. Ich sag's mal so, wenn es irgendwelche Undichtigkeit geben würde, hätten wir sie jetzt gesehen. Hier ist alles pupstrocken. Die Auspuffschellen halten alles dicht, wie es sein soll. Gleiches für hinten. Richtig gut.
keine neuen Ölundichtigkeiten. Wagen hört sich auch wirklich gut von hier unten an. Ich würde sagen, Getriebe erfolgreich abgedichtet, Motor erfolgreich trocken und Abgasanlage ebenfalls dicht. So, ja, wie erwähnt würde ich dann sagen, geht's gleich im Innenraum weiter. Die Beleuchtung noch abändern, wieder auf Original. Haltet euch fest, ich habe für die ganzen Birnen, ich glaube, fast 60 Euro bezahlt. Vor allem für diese Sonderbirnen da hinten für die Alarmanlage. Und ja, was haben wir noch? Was hatte ich gesagt? Bremsverschleiß anzeigen und Innenraum. Das machen wir. Wir sind wieder zurück, sind ein paar Schritte weiter. Und zwar haben wir Folgendes gemacht. Erstmal die Kodierung verändert. Man kann den Wagen jetzt entriegeln, ohne dass er piept. Und auch verschließen, ohne dass er piept, weil dieses Quittieren, das nervt dann schon. Und dann hatte er vorher noch die Kodierung drin, dass er ab 15 km/h die Türen verriegelt. Das wollte der Besitzer nicht haben. Das haben wir natürlich auch nochmal alles rausgenommen. Ja, was ist sonst im Innenraum bis jetzt passiert? Oh, jetzt habe ich zugemacht. Sekunde. Im Innenraum haben wir wieder die originale Beleuchtung reingemacht. Sekunde, ich setze mich mal eben da rein. Einen Moment. So, mal Licht an. So, jetzt leuchtet wieder alles wieder in normaler Farbe, so wie es sein soll, vorne und hinten. Und nicht mehr in einem schönen Blau. Ja. Ja, was haben wir drinnen sonst noch? Den Aschenbecher hinten müssten wir noch einmal ausbauen und gucken, ob wir den gerichtet bekommen. Weil es könnte sein, dass man den vielleicht retten kann. Das wäre ganz schön. Da müsste man nämlich keinen neuen kaufen. Ich denke mal, das werden wir jetzt auch im nächsten Schritt machen. Einmal den Aschenbecher hinten ausbauen und gucken, ob wir diesen Federmechanismus irgendwie wieder reinbekommen. Wäre ganz cool, weil ein Aschenbecher in der Farbe Petrol ist nicht ganz so einfach zu finden. Ich dachte mir eigentlich, dass der Aschenbecher an sich kaputt ist, aber guck mal, wenn ich hier drauf gucke, es fehlen einfach alle Nasen. Das heißt, hier hat jemand schon mal versucht, das Ding abzureißen. Das ist natürlich ärgerlich jetzt. Das heißt, wir dürfen Aschenbecher ausbauen plus Kleinteile einsammeln. Das wird ja interessant jetzt hier. Ich hoffe, wir verlieren diese Nasen nicht. Guck, wie locker das hier drin hängt alles. Ich würde behaupten, wir sind nicht die Ersten, die hier rangegangen sind. Eieiei, das wird was. Oben rechts fehlt irgendwie, da ist keiner da. Da ist keiner zu Hause. Eigentlich müsste man den Federmechanismus doch nur da reinspannen. Also in den Aschenbecher rein. Was aber interessanter wird, ist der Deckel. Dass wir den wieder hier irgendwie zusammenbekommen. Hier ist noch eine Hälfte drauf. So. Aber ich glaube, wir können ihn wieder richten. Ich werde mal gucken. Ich werde die Nasen hier gleich mal ankleben und dann werde ich das ganze Paneel mit einem Zwei-Komponenten-Kleber hier befestigen. Weil der Aschenbecher, guck mal, die Oberfläche ist ja super, ne? Die ist 1A. Vielleicht können wir das retten. Das wäre ja cool. Dann würden wir dem Kollegen eine Menge Arbeit ersparen. Ich denke mal, wir probieren das einfach mal aus. Am Heck sind wir wieder. Jetzt wird sich der ein oder andere denken, hö, wo ist denn der Schriftzug hin? Hier war doch schon mal was dran gewesen. Ja, ich habe das W8 schon aufgeklebt. Ich hatte das W8 schon aufgeklebt und der Formotion-Schriftzug kam auch. Aber irgendwie war der Formotion-Schriftzug nicht so, wie ich in Erinnerung habe, beziehungsweise nicht so wie bei meinen anderen Autos. Und da hat sich herausgestellt, hat mich jemand ein bisschen über den Tisch gezogen. War als Originalschriftzug deklariert, war kein Originalschriftzug. Und dann habe ich das Ding auch noch falsch aufgeklebt. Das waren da irgendwie 1 mm Höhenunterschied von links nach rechts. Also habe ich was aus meinen heiligen Hallen rausgeholt. Nochmal 2 neue Schriftzüge gehen auf meine Kappe. Ist halt so, wie es ist, ne? Steckst du nicht hinter. Und jetzt werden sie auch angebracht in der richtigen Höhe und Originalteile. Ne? Was ich auch nicht wusste, ist, dass dieser Formotion-Schriftzug irgendwie fast nirgendwo mehr zu bekommen ist. Was echt traurig ist, weil ich sag mal, das ist ja nichts Besonderes. Ne? Das ist ein normaler Schriftzug und jedes Auto sollte den eigentlich haben. Mensch, ja. Das passt, sag ich euch. Auf den Millimeter abgemessen hier. So muss das aussehen. W8 Formotion, sag ich euch, Passat. So, jetzt mal Spaß zur Seite, ne? Natürlich, jetzt haben wir es richtig gemacht. Schade um den Schriftzug, kann ich mir in die Hebebühne kleben, ne? Aber so ist das nun mal. Man will es ja richtig haben, dann wird es halt einfach nochmal gemacht, weil sonst sieht das ja doof aus. Ja, jetzt sieht es doch ganz schick aus, wenn man mal von hier hinten guckt, ne? Ja, guck mal, bleib mal da stehen. Duplex-Abgasanlage, 4-Rohr-Optik, schönes silbernes VW-Logo in der Mitte. Passat, damit auch jeder weiß, dass du ein Passat fährst. W8 4Motion. Richtig geil. Und wir haben noch gesehen, die Glühbirne hier oben rechts ist kaputt, die werden wir kurz noch austauschen. Dann sind wir durch damit. So, wir haben die Platte hier verklebt gehabt mit dem Aschenbecher. Jetzt ist mir aber gerade was aufgefallen. Wir können das gar nicht instand setzen. Warum? Weil in dem Innenleben, im inneren Teil von dem Aschenbecher hier, befinden sich normalerweise auf der Seite Zahnräder. Das könnt ihr hier dran sehen, ne? Seht ihr das? So. Der Mechanismus fehlt hier aber. Die Rädchen fehlen hier oben drin. Und auf der anderen Seite fehlt es auch komplett.
Also werden wir nicht darum herumkommen, irgendwie nach einer neuen Aschenbecher-Einheit hier zu suchen. Und ich sag's euch, gebraucht gibt's auf dem Markt fast nichts mehr, was heil ist. Und ich weiß gar nicht, ob es die noch neu gibt tatsächlich. Habe ich mich lange nicht mit beschäftigt. Werden wir auf jeden Fall gleich mal am PC gucken, ob wir sowas noch ordern können. Ja, das ist echt schade, ne? Weil sonst ist der ja in super Zustand. Es fehlen halt nur die Mechaniken. Die sind ab. Da hat wohl jemand mal ordentlich gegengetreten, ne? Hallo, mein Name ist Ari. Und wir sind jetzt an der Bremse angekommen. So, was haben wir hier vorne? Wir haben hier vorne schöne Zimmermannscheiben. Beim W8, muss man dazu sagen, haben wir nicht sonderlich viele Optionen, was Bremsscheiben vorne angeht. Man kann entweder bei Volkswagen original eine Bremsscheibe für 400 Euro das Stück kaufen, um den Dreh, oder von Zimmermann, Komplettsatz vorne für 500. Und ja, also man ist ziemlich limitiert, was Bremsscheiben angeht, sagen wir es mal so. Vom Bremssattelaufbau her sind wir hier baugleich wie Golf 4 R32 beispielsweise. Das Problem ist aber der Halter und wie nennt sich das, die Topfform, also vom mittleren der Bremsscheibe, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Ja, naja, ist auch egal. Wir sind ja gerade am gucken gewesen, warum die Stecker hier oben abgetrennt sind. Hier, ihr könnt da hier nochmal sehen. Hier. So, der Stecker von der Karosserie zur Bremsverschleißanzeige ist da, aber hier haben sie es gebrückt. Ja, jetzt weiß ich auch, warum sie es gebrückt haben. Moment, ich baue es mal wieder zurück hier. So. So, warum haben sie es gebrückt? Weil wenn Leon jetzt mal hier kurz auf die Seite reinfilmt, hier unten, da sitzt normalerweise der Bremsverschleißanzeiger am Bremsbelag. Da ist keiner. Der fehlt einfach. Und der fehlt auf beiden Seiten. Auf der anderen Seite haben wir den nämlich auch nicht. Dort haben sie es nämlich auch gemacht, dass sie es nach dem Stecker gebrückt haben. Ich meine, es ist jetzt kein weltbewegendes Problem, weil man kann ja ganz normal auch ohne die Verschleißanzeige fahren. Was mich allerdings wundert ist, gibt es überhaupt Bremsbeläge für den W8 vorne ohne Bremsverschleißanzeige? Also ich kann mir nur vorstellen, dass man das damals eingebaut hat und vergessen hat oder sowas in der Richtung. Weil normalerweise bin ich der Meinung, dass immer Bremsverschleißanzeigen vorne zumindest waren. Naja, gut. Was soll ich jetzt groß sagen? Ne? Ich hole jetzt keine neuen Bremsbeläge hier, weil die Verschleißanzeige fehlt. Und ich weiß gar nicht, kann man die Verschleißanzeigen einzeln kaufen? Ist das möglich? Ja. Gut, dann mache ich mir zumindest keine Sorgen, weil meine Sorge war nämlich, dass das Kabel von der Karosse defekt ist und die deswegen abgeklemmt haben. Aber wenn auch auf der Seite das Kabel der Karosserie ist heile, ne? Der Stecker ist hier heil, die haben den nur festgeklebt und hier sieht man es auch, eine Schlaufe gebildet, also den Kontakt gebrückt, dass da dauerhaft Kontakt drauf ist. Ne? Ich werde mal gucken hier, vielleicht gibt es ja irgendwie eine Möglichkeit, dass man das nachrüsten kann. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, ein kurzes Telefonat mit Classic Parts. Mit Hinweis auf die Internetseite. Wir kriegen die Verschleißanzeigen sogar einzeln, sind sogar aktuell im Angebot bei Classic Parts. Statt regulär 35 Euro pro Verschleißanzeige kostet es aktuell 28,99. Ja, ich sag mal so, ein Otto-Normalverbraucher, dem wäre es jetzt vermutlich egal, ob diese Anzeige dran ist oder nicht. Aber wenn wir jetzt ein Fahrzeug haben, wo wir es wirklich so original wie möglich haben wollen, lohnt es sich schon. Ich meine, die Verschleißanzeige ist nicht innerhalb von einem Jahr wieder verbraucht. Ne? Wenn man rechtzeitig auch die Belege wechselt, dann fährt sie sich auch nicht ab. Dementsprechend habe ich jetzt mal zwei Verschleißanzeigen bestellt. Die sollen am Montag da sein und dann werde ich die mal kurz reinwerfen. Das ist jetzt wirklich ja nichts Besonderes. Ihr habt es ja gesehen, das wird reingeklippt und da kommt ein Stecker drauf und mehr ist das ja nicht. Ne? Mit diesen Worten sind wir, glaube ich, auch für heute so ziemlich durch tatsächlich. Wir haben alles fertig bekommen, was wir fertig bekommen konnten. Was jetzt an Restarbeit offen ist, ist die Bremsverschleißanzeige, sobald sie da ist. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das überhaupt jemanden interessiert, wie man Stecker anschließt. Das ist jetzt nicht sonderlich spannend. Der Aschenbecher hinten, da werde ich mal auf dem Gebrauchteilemarkt gucken, ob wir da noch was finden können. Es ist, wie gesagt, aktuell nichts online, was brauchbar ist. Alle Aschenbecher oder Mittelkonsolen vom 3BG sind alle kaputt. Es fehlen immer die gleichen Teile, weil geht halt einfach kaputt, ne? Und dann hatte ich gerade noch mal Rücksprache gehalten mit dem Eigentümer des Wagens bezüglich der Stellmotoren im Innenraum von der Klima. Ich habe gerade das Go bekommen, die Stellmotoren zu tauschen. Das heißt, Armaturenbrettausbau. Oder wir werden gucken, wie wir es sonst machen können. Aber meistens heißt es Armaturenbrettausbau. Dementsprechend würde ich sagen, gibt es dazu noch mal ein einzelnes Video, denn Armaturenbrettausbau im 3BG ist ein bisschen aufwendiger. Das heißt, Lenkrad muss raus, Lenksäule muss ab oder gelöst werden, Mittelkonsole muss weg, Schaltkulisse muss weg, Handschuhfach muss weg, Tachoausbau, Radio raus, Klimatronik raus, alles andere, was noch am Armaturenbrett ist, raus. Und dann kriegen wir das Armaturenbrett vielleicht raus, weil der Kabelstrang hängt ja noch dran. Und dann schauen wir mal, wie wir das machen mit den Stellmotoren, denn die müssen noch getauscht werden. Wie gesagt, die klackern die ganze Zeit vor sich hin, was ein bisschen nervig ist. Dann schauen wir weiter.
Ja, oder man macht die Rückenbrecher-Variante. Ich habe das einmal schon gemacht gehabt. Da kommt es aber natürlich darauf an, welcher Stellmotor gerade defekt ist, weil manche Stellmotoren erreicht man einfach nicht, das geht nicht. Und andere wiederum kann man mit sehr doller Verrenkung vielleicht doch noch erreichen von unten. Werden wir mal schauen. Ja, ich bin gespannt. Ich werde erstmal schauen, dass ich die richtigen Stellmotoren bestelle. Ist ja auch wieder so eine Kunst für sich. Du kriegst ja so einen Fehlercode, was weiß ich, V72 und dann viel Spaß. Guck mal, wer V72 ist. Erklärt dir natürlich keiner. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sind für heute komplett durch. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Ihr kennt das Spiel, liken, kommentieren, abonnieren, wie immer. Ne? Vielen lieben Dank für euren wirklich, wirklich krassen Support. Also die Zuschauerzahlen im Vergleich zu sonst sind ja gigantisch. So viele neue Abonnenten wie in diesem Monat hatten wir noch nie. Der eine oder andere mag jetzt lachen, aber wir haben 300 neue Abonnenten und das ist echt für 2500 Abos 300 neue dazu. Das ist schon eine echt Riesensumme. Ne? Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Daher sage ich vielen lieben Dank für euren Support und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.